geschlossen. Und Sibyl ist nicht hier. Nein! 24 Stunden geöffnet, außer wenn ich keine Lust habe. Oder wenn ein Riesenroboter das gesamte Gebäude einen Block weiterwirft. Nein! Ja, der Roboter hat das Ding einen ganzen Block weitergeworfen, aber es ist geschlossen. Wie kannst du es wagen? Da steht doch 24 Stunden geöffnet. Aber wir kommen in Stinkys Diner, Garage, Pimpelcar, Pimpelauto. Was für ein Pimmel? Oh, was ist da los? Regie? Sogar mit Glas? Mit Eis. Und Eiswürfel? Das ist doch warm. Danke. Krieg Wasser und Eis. Dankeschön. Kannst du die Tasse mitnehmen? Mhm. Super, das ist heute. Und vielleicht noch den Maiskolben? Kannst du ja nochmal Hallo sagen? Das ist ja halt hier ein Luxus. Jetzt krieg ich die Flasche nicht auf. Oh, ich bin so verschwitzt, ich krieg die Flasche nicht auf. Warte. Ich nehme den Toto. Das arme Toto. Siehst du, mit dem Totoro geht's auf. Er hat gerade so Dösbattel geschrieben. Xela hat gesagt Dösbattel und Midori hat gesagt das arme Dösbattel. Ja, das stimmt. Nee, danke dir. Bitte. Super freundlich. Bitte. Kaltes, klares Wasser. Mit Eiswürfel. Das ist so eine Hitze heute wieder. Das ist schrecklich, ey. Absolut schrecklich. Gut, nee, wo waren wir gerade? Pimpelcar. Ist das hier das englische Wort Pimpel? Also, wie heißt das? Mitesser. Komm gerade nicht drauf. Wie nennt man die Dinger, die man ausdrückt? Alter. Auf Englisch weiß ich es, aber auf Deutsch wieder nicht. Pickel, genau, Pickel. Ist das hier so ein... Kennt ihr sowas? Also das ist, ich finde das teilweise voll eklig. Gibt es Videos auf YouTube und sonst wo im Internet, wo Leute halt richtig, richtig entzündete Pickel ausdrücken und sowas. Ist das sowas? So ein Typ, der rumfährt und Pickel für andere Leute ausdrückt und so richtig entzündete Dinger dann behandelt? Oder was ist das? Pimpelcar. Was ist denn ein Pimpelauto? Vielleicht so ein osteuropäischer Import. Also ich meine, weißt du, das ist ja okay, wenn man zum Beispiel jetzt nur ein Haar hat, was einfach nicht richtig durchgekommen ist, dann kann sich das ja entzünden, ne? Und dann geht man zu einem Arzt und der macht das einen auf und kümmert sich drum, ne? Ist ja okay. Aber warum stellt man sowas auf YouTube? FBI, open up! Was ist denn das hier? Ein heimliches Treffen der Selbsthilfegruppe für ausrangierte Computerklassiker? Zack ist überhaupt nicht ausrangiert. Willkommen zur großen Eröffnung von Pimplecar. Wir bieten krasse Autotuning-Möglichkeiten für eine exklusive Klientel. Wie exklusiv? Niemand! Noch! Die Sackgesichter sind wieder da! Sackgesichter! Und ich habe jetzt verstanden, es ist nicht Pimpelcar, es ist Pimp-le-car. Das französische Le, wie das. Pimp das Auto. Pimp-le-car. Alter. Pimp-le-car. Und die Sackgesichter sind wieder da. Was war hier, bevor ihr diese Werkstatt aufgemacht habt? Eine Reihe erfolgloser Werkstätten. Ihr Mietvertrag ist ausgelaufen. Warum glaubt ihr, dass ihr mehr Glück haben werdet? Der derzeitige Zufluss an Straßenabfällen wird zu einer geschätzten Zunahme der Einnahmen um 64% führen. Straßenabfälle? Vom Malmtron? Mein Held! Nein, ein fälschlicher Versand vom Nordpol hat zu einer Schwemme unerwünschter Quälmich-Elmer-Puppen geführt. Zerstört sie alle! Sollen wir denen vielleicht auch was Falsches zuschicken? Wähl mich Elmer. Also Elmer, das ist eine Elmo-Verarsche wahrscheinlich, ne?
Elmo kennt ihr von der Sesamstraße, ne? Was denn ist denn bitte ein Quälmich-Elmo? Ich will's gar nicht wissen. Ich ziehe die Frage zurück. Was hast du gegen Quälmich-Elmer-Puppen? Angebereien! Meine Gefährten waren einmal das beliebteste Spielzeug der Welt, aber das ist lange vorbei. Eine Puppe zu verprügeln ist einfach langweilig im Vergleich zu dem wunderbaren Vergnügen, das Arithmetik und Grammatik uns bieten. Oh oh, Max. Der Sack scheint Lernspielzeug gewesen zu sein. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich sie nicht mag. Also ich stimme zu, Puppen zu verprügeln ist langweilig. Wir verprügeln ja lieber echte Leute, oder? Könnt ihr mir mal so eine Puppe zeigen? Was ist denn bitte eine Quälmich-Elmo-Puppe? Ich will das jetzt sehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die Quälmich-Elmer-Puppe ist dieses Weihnachten schwer angesagt. Elmer bedient den kleinsten gemeinsamen Nenner. Er ist ein Bestseller! Wisst ihr irgendetwas über Autos? Würden wir sonst eine Werkstatt aufmachen? Weil ihr einsam seid, vergessene Maschinen, die alles tun, um nützlich zu sein? Berechne. Oh je. Eingabe ist offenbar gültig. Ich hatte gerade meinen Durchbruch. Es geht nur um meinen Vater. Ah, ich liebe diese Arcade-Maschine, die schreit immer so bekloppte Sachen. Zerstörung! Ihr werdet alle fallen! wir wollen ein Hybridauto? Was? Wollen wir das? Warum? Warum wollen wir ein Hybridauto? Könnt ihr den DeSoto nicht zum Hybridauto machen? Ihr verdammten Hippies! Sind wir nicht. Ich wollte nur, dass ich die Spur für Fahrgemeinschaften benutzen darf. Seit wann bleibst du denn in der Spur, Sam? Ihr verdammten Hippies! Aber vielleicht kann man ja den DeSoto pimpen, dass der dann fliegen kann, wie der Weihnachtsmann schlitten oder... Oder halt... schwimmen kann, wie so ein... Wie nennt man das? So ein amphibisches Fahrzeug? Wir möchten gerne unser Auto pimpen. Bitte wähle aus dem folgenden Menü. Wenn du die exklusive Zierkappe des Toten Reiters möchtest, drücke bitte jetzt die 1. Und was noch? Mehr haben wir nicht. Es gab Probleme mit der Bestellung. Nicht mein Fehler! Wir bieten derzeit auch eine breite Palette an vollkommen wertlosen, attraktiven Abziehbildern. Abziehbilder sind geil, ja. Ja. Ich möchte aber auf jeden Fall den Reiter quasi als so eine Art Mercedes-Stern auf dem Auto drauf haben, ne? Als Galionsfigur. Aber erstmal die Abziehbilder. Was hat es mit diesen attraktiven Abziehbildern auf sich? Wir können euer Gefährt mit einer breiten Palette dekorativer Verzierungen unseres hauseigenen Autopflegekünstlers ausstatten. Wie macht er das? Seine Mutter war Etikettenmacherin. Fahrt einfach los und löscht seltene Gegenstände aus. Sollten wir diese für ausreichend interessant halten, belohnen wir euch mit einem Abziehbild zur Erinnerung an die freudvolle Zerstörung. Das ist mal ein Spiel für mich. Was sollen wir denn da auslöschen? Das könnt ihr selbst bestimmen. Was? Wie funktioniert das? Wir sollen Sachen auslöschen und bekommen dann Bilder davon, die wir auf unser Auto kleben können? Wir hätten gern ein paar von den attraktiven Abziehbildern. Zerstört einfach seltene Gegenstände auf der Straße. Wenn wir sie für gelungen halten, bekommt ihr zum Gedenken ein kostenloses Abziehbild. Okay, machen wir gleich. Wir nehmen die Zierkappe des toten Reiters. Wunderbar, aber zuerst musst du dich im Pimplecar Autorennen bewerben. Ach komm, gib uns einfach den Reiter. Wo bleibt da der Spaß? Wir haben unsere jahrelangen Erfahrungen in der Entwicklung hochwertiger Computerspiele zusammengetragen, um euch die ultimative, realitätsüberbietende Fahrerfahrung bieten zu können. Realitätsüberbietend? Jawohl, als ihr gerade nicht hingeguckt habt, haben wir eine unserer patentierten, realitätsüberbietenden Brillen in euer Auto gelegt. Wirklich? Durch das Wunder der Realitätsüberbietung ist euer Fahrgefühl 5 bis 10 Mal befriedigender als je zuvor. Wollt ihr jetzt beim Autorennen mitmachen? Klar,
Immer her damit. Und wie? Du kannst Staub fressen. Realitätsüberbietende Fahrsequenz wird gestartet. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Und was soll ich jetzt machen? Hallo und herzlich willkommen beim Pimplecar Autorennen. Dank der jüngsten Fortschritte in der Nanotechnologie und den finsteren Künsten ist es möglich geworden, mit einer Computertastatur und einer Maus Auto zu fahren. Nice. Was, bin ich aufgeregt? Deine Aufgabe ist es, die angegebene Zahl an Quälmilch-Elmer-Puppen zu treffen. Sie sollen bezahlen! Und das in der vorgegebenen Zeit. Und wie steuere ich? Na los, mach schon! Achtung! Los! Aha, okay. Was habt ihr mit meinem Bein gemacht? Warum tut ihr das? Ich rede! Ich bin amerikanischer Staatsbürger! Bitte, nicht mit dem Korkenzieher! Warum? Ich kenne meine Rechte! Ich zeig dir gleich meine linke. Wir sehen uns in der Hölle! Bitte auf dein Herz! Bitte auf dein Herz! Bitte, töte mich! Herzlichen Glückwunsch! Du hast gewonnen! Nicht ins Gesicht! Wunderbar! Hier, wir geben diese exklusive Zierkappe in eure wohltemperierten Hände! Du bist völlig adäquat! Sieh mal, Max, das ist die unerwartete Sekundentodfigur mit super Sichelfunktion. Von nun an werden die Fußgänger, die uns begegnen, den kalten Atem des Todes spüren. Sogar mehr als gewöhnlich. Ist ja herrlich. Absolut geil. Insanity Wolfer, hallöchen. Ja, jetzt haben wir schon drei Figuren, ja? Oder müssen wir die jetzt noch vom Auto abreißen? Müssen wir die jetzt vom Auto wieder abbauen? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Da ist er doch. Der Reiter des Todes. Oh, ist das kalt. Da. Der Reiter des Todes. Jetzt fehlt uns nur noch einer. Und der ist dann anscheinend hier drinne. Stinky's Diner. In der ersten Staffel war dieser Laden nie erreichbar. Das ist jetzt also das erste Mal, dass wir hier reinkommen. Stinky's Stube. Endlich wieder eröffnet. Ein aufregendes Viertel öffnet wieder seine Arme und seine Notaufnahmen. Oh, das Essen hier ist wahrscheinlich extra frisch. Große Wiedereröffnung. Oder nein, extra lang gereift. Extra lang gereift. Ah, der Geruch von vertrockneten Eiern, geronnenem Speckfett und eingekrümmtem Roggenbrot. Als hätte Stinkys Stube nie zugemacht. Willkommen bei Stinky. Wir machen nie zu. Außer wenn wir zu sind. Wer bist du denn? Ich bin Stinky. Stinky, wie wir ihn kennen, war ein mürrischer alter Mann, der seinen überschäumenden Hass auf die Menschen in ein Sammelsurium kulinarischer Gräuel umgewandelt hat. Das klingt ganz nach meinem Opa. Okay, die nächste Quizrunde kann beginnen. Und die Frage ist, wann begann der Krieg von 1812? A. 1812. B. 20.000 vor Christus. C. 3. März 2004. D. Würstchen mit Kartoffelbrei. Würstchen mit Kartoffelbrei. What the fuck? Okay, wir gucken uns erstmal ganz in Ruhe um. Eat again soon, Buddha. Oh, ein wunderschöner zweiköpfiger Buddha. Oh, danke. Ram Dass hat ihn mir geschenkt, als wir den 35. Dirty Dancing Welterleuchtungswettbewerb gewonnen haben. Zwei Köpfe, damit er auch schnell genug fressen kann, damit er ja nicht abnimmt. Fand das schon immer lustig, dass Buddha, der beim Buddha geht es ja nicht nur um den Frieden, sondern es kommt ja geht auch so um Selbstbeherrschung und sich ins Innere zu kehren und der springende Punkt ist die Selbstbeherrschung. Wie kann ein 300 Kilo Kampfkoloss
von Selbstbeherrschung reden. Woher ist die Kappe? Ich möchte nicht prahlen, aber ich habe sie dem wahnwitzigen Dick Cheney abgerungen. Dick Cheney? Echt? Ernsthaft? Schöner Wolpertinger. Robert Redford hat ihn für mich gefangen und ausgestopft, als mein Film auf dem Sundance Festival gewonnen hat. Du bist Schauspielerin? Du hattest einen Film? Was weißt du über dieses Kanu? Eine Antiquität von unschätzbarem Wert. Warum steht es dann in einem Lokal und nicht im Museum? Ich finde es wichtig, dass die ungewaschenen Massen etwas von der kulturellen Vielfalt mitbekommen. Ich weiß nicht, welche Beschreibung besser auf dein Essen passt. Ungewaschene Massen oder kulturelle Vielfalt? Bakterienkulturen. Ja. Oh, ich finde es toll, wie viele die Leute ungewaschene Massen nennt. Oh, Vicky! Ein herrlicher Wikingerhelm. Das ist ein Andenken an meinen Auftritt mit Pavarotti in Wagners Ring. Wow, welche Rolle hast du gesungen? Na, das Mädel natürlich. Hey, Vicky. Ausgeliehen an der Ecke von Totenmannskurve und Blindenallee. Super. Eine Ampel einfach mal. Ausgeliehen, mitgenommen. Super. Clark Gable? Clark Gable war hier. Ich bin überrascht, dass seine Ohren durch die Tür passen. Musst du gerade sagen. Was ist denn Igwadam? I give very... Nee. Adam. Was ist Igwadam? Was ist das? Wanze. Die Wanze ist hier. Spielt der auch mit? Schau mal, Max, unsere kleine Abhörwanze. Na super, da schaffe ich es endlich von meiner Familie loszukommen und dann habe ich euch zwei vor der Nase. Kann man hier als Wanze nicht mal in Ruhe ein Schwefelbrötchen verzehren? Schwefel? Ich bin zurück. Ich werde deine Eingeweide fressen und deine Seele verschlingen. Was zum Teufel? Schwefelbrötchen, was? Dämonstimme abgespielt? Vielleicht kann der uns helfen bei dem Dämonenlied. Warum hast du die Dämonplatte aufgelegt? Ich habe PISS, eine postinsektizide Stressstörung, weil ich davon Flashbacks Piss. Bekomme. Ich habe Piss. Wie das? Ich brauche nur einen Hauch von etwas Altbekanntem. Dann kommen die Erinnerungen wieder mit voller Wucht. Muss wohl Schwefel in der Luft gehangen haben bei der Teufelsaustreibung. Oh, das war Schwefel? Ich dachte die ganze Zeit, du hättest einen 200-pfündigen Furz gelassen. Nein, das war Schwefel, ehrlich. Aber wir müssen ihm also quasi Flashbacks irgendwie animieren, irgendwelche Erinnerungsstücke bringen oder sowas. Und dann wird er uns wahrscheinlich den Text des Liedes verraten. Ich habe mein schlaues Buch schon parat. Können wir das dann alles notieren, was der uns ausspuckt? Aber wie? Wie kriegen wir denn zu Flashbacks? Schwefelgeruch. Alte Eier? Gammelige Eier? Los vielleicht? Seit wann hast du diese Flashback-Störung? Seit dem erfolglosen Sturm meiner Kompanie auf Hamburger Hill. In Vietnam? Negativ! Hamburger Hill, hinter den Burger-Kumpels auf der 5. Straße West. Hier riecht's nach Pheromonen. Charlie war in Wanzenmotels. Wanzenmotels! Hast du einen Lieblingsflashback? Also, ich verstehe das eigentlich immer so, dass Flashbacks was Negatives sind, oder? Dass man so... dass dann so schlechte Erinnerungen aufkommen und einen quälen, ne? Hast du einen Lieblingsflashback? Was hast du sonst noch so für Erinnerungen? Ich will, dass er spricht wie Zombie von Heinz Rühmann. Ich hole schnell ein paar Zigarren und Formaldehyd. Geh weg! Ich will nicht, dass sich mein Zustand noch verschlimmert. Was hast du sonst noch so für Erinnerungen? Ja, riech mal an. Geh weg! Ich will nicht, dass sich mein Zustand noch verschlimmert. Okay. Du hast Probleme mit deiner Familie? Negativ!
Bis auf meinen Papa sind das alles rückgratlose Krabbelkäfer. Fehlt Wanzen nicht das Rückgrat? Nicht in meinem Panzerregiment. Bei Gott, wer da kein Rückgrat hat, der kriegt es von meinem Vater gleich im Doppelpack eingepflanzt. Ein Doppelpack Rückgrat? Genau so ein Insekt war er. Unsensibel und brutal. Ach, er fehlt mir. Er war so ein richtiges Arschloch. Ich habe ihn geliebt. Was ist mit deinem Vater passiert? Willst du das wirklich wissen? Sonst würde ich ja nicht fragen. Das war unsere bisher härteste Schlacht. Wir hatten unsere Position in einem schwer bewehrten Müllcontainer gesichert. Und dann kamen sie plötzlich aus dem Nichts. Wer? Wer? Die Reinigungskolonne. Nein! Reinigungskolonne! Ein sanitärer Angriff. Das ist wirklich hinterhältig. Der Geruch chemikalische Kriegsführung. Wir wären da alle mit dem Thorax nach oben rausgegangen, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Ich kann mich noch an seine letzten Worte erinnern. Los, raus, ihr Maden! Oh, da habe ich eine Idee. Er konnte so kurz und bündig sein. Da habe ich eine Idee. Ich bin jedes Mal wieder bewegt. Jedes Mal? Er hat was von Bleichmittel gesagt. Am Nordpol ist dieser Pool, wo der gelbe Schnee gebleicht wird. Wenn wir da so einen bleiche Schneeball mitbringen und den hier abliefern, vielleicht wird der Geruch der Bleiche zu einem Flashback führen. Vielleicht. Wollen wir unsere Notizen zum Quiz abgleichen? Das unterliegt strengstens dem Geheimhaltungsprinzip. Wir haben die Freigabe vom Ministerium, das größer ist als du und Waffen hat. Na, was würdest du denn sagen, du kleiner Klugscheißer? Ne? 1812? Der Krieg von 1812 startete 1812. Wir glauben, es ist A. Das ist wohl das Beste, was man von Zivilisten erwarten kann. Wow. Sir, bis später, Sir. Einfach mal die Beine baumeln lassen, Hundegesicht. Besser als die Sackgesichter, wa? Strulli. Und Strulli hat hier Timeout. Der musste wahrscheinlich mal irgendwo hinpinkeln oder sowas. Strulli war hier. Ah ja, ich wusste, ich kenne den Geruch. Dieser Mumienbehälter sieht wie echt aus. Wie echt? Er ist echt. Das ist der Sarkophag des Prinzen Peptus Bismuth. Was? Peptobismuth? Das ist jetzt ein Witz, den ihr vielleicht nicht so versteht. Peptobismuth ist so eine pinke Substanz, die man trinkt, um den Magen zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland überhaupt gibt, aber ich weiß, bei den Amerikanern ist das sehr beliebt. Ich habe das in vielen Filmen und Serien mal gesehen. Pepto-Bismol. Pepto-Bismol mit L hinten dran. Ist wie gesagt, ne, so eine pinke Flüssigkeit. Und da ist, weiß der Geier, was da drin ist. Aber es soll halt den Magen beruhigen, wenn man Sodbrennen hat oder irgendwie zu scharf gegessen hat oder allgemein. Ne? So aus einer Art. Schneeschuhe. Schöne Schneeschuhe. Das sind Tennisschläger. Mit denen habe ich Andre Agassi und Pete Sampras geschlagen. Warum haben die solche Fußriemen? Weil ich sie an den Füßen getragen habe. War ein hartes Spiel. Was? Wer spielt denn Tennis mit den Füßen? Und Hallöchen, Madara. Schöne Skulptur. Das ist eine Erinnerung an meine Tage als Voodoo-Königin. Halte ich für unwahrscheinlich, dass du eine Voodoo-Königin warst. Deshalb war ich auch so erfolgreich. Keiner hat mich kommen sehen. Mhm. Bist du in Wirklichkeit die Voodoo-Lady aus Monkey Island? Ich sehe eine Trichinose in unserer Zukunft. Warum trägt der Hai ein Hawaii-Hemd? Midlife-Crisis, weil ihm kein Pferdeschwanz gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das sagen soll, was ich gerade sagen möchte.
Ich lasse es lieber. Ist das von einem echten Schiff? Ja, der Multimillionär Richard Branson hat es mir geschenkt, als ich mit ihm den Pazifik in Rekordzeit überquert hatte. Ist Branson nicht Brite? Warum sollte der den Pazifik überqueren? Um auf die andere Seite zu gelangen, du Dummerchen. Was? Okay, Djembes? Djembes? So afrikanische Trommel, ne? Genau das, was wir brauchen. Noch mehr Sachen, auf die man schlagen kann. Max kann auf alles und jeden einschlagen. Ricola! Entschuldigung, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Wer hat's erfunden? Das scheint eine einfache alte Fackel zu sein. Ja, das ist eine einfache alte Fackel. Damit habe ich gegen die fleischfressenden Troubadore der Philippinen gekämpft. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Und wer genau? Von Ricola. Ich fasse es nicht. Napoleon hat hier gegessen. Kann ich. Er hat die ganze Zeit die Hand auf den Bauch gehabt, um sich nicht zu übergeben. Mutter Teresa, Hot Mama. Mutter Teresa, Hot Mama. Mutter Teresa? Lausiges Trinkgeld. Stopp. Halt. Okay. Oh Gott, die Schilder hier. Gandhi? Gandhi? Ein großer Fan unseres Cheeseburgers mit Doppelspeck. Das ist aus Plastik. Wie alles, was aus L.A. kommt. War Gandhi nicht... Gandhi war doch Veganer, oder? Oder Vegetarier oder sowas? Ich glaube nicht, dass der Bacon gegessen hat. Was ist in den letzten 3 Stunden passiert? Riesenroboter haben uns angegriffen. Die wurden geschickt vom Weihnachtsmann. Wir kämpfen jetzt gegen den Weihnachtsmann und brauchen 4 apokalyptische Spielzeuge, um den Dämon aus dem Weihnachtsmann auszutreiben. Boom! Genau das. Und 3 haben wir schon. Und das 4. steht, habe ich schon gesehen, hier. Und ist wahrscheinlich der Gewinn für das Kneipenrätsel. Also wir müssen das Kneipenrätsel hier gewinnen, schätze ich mal. West Dakota. Strolli hat sich wirklich einen Namen gemacht. Ja, alle 10 Meter steht ein Dixie-Klo. Perfekt. Das ist das perfekte Land für Strulli. Die Philippinen. Komm zum Hahnenkampf. Nachher gibt's Huhn. Oh! Du gehst dir einen Hahnenkampf angucken und der Verlierer wird dann gegrillt. Ja. Titicacasee. Das kann nicht wahr sein. Titicaca. Ja, den gibt's wirklich. Oh, nee, das Diner ist ja herrlich. So viel zu erforschen hier. Das ist ja super. Hey, das sieht aus wie eine der 4 Actionfiguren der apokalyptischen Reiter. Die brauchen wir. Wann begann der Krieg von 1812? Natürlich 1812. Das sollte logisch sein. Was ist der Kuchen des Tages? Biberratte mit Sahne. Biberratte mit Sahne. Ich finde, wenn man Biberratte sagt, klingt das ganz schön eklig. Wenn ich mich jetzt aber nicht täusche, dann ist Biberratte nichts anderes als Nutria. Das googeln wir jetzt mal. Ich glaube, die Biberratte ist Nutria, genau. Und Nutria hat man hier im Osten tatsächlich zu Zeiten der DDR gegessen. Die wurden richtig, es gab da Nutria-Zuchten, die wurden richtig gezüchtet und dann geschlachtet und gegessen. Mittlerweile, also auch nach der DDR gab es da noch ein paar, aber mittlerweile, glaube ich, gibt es hier keine mehr. Die haben mittlerweile alle zugemacht, weil
industriell groß produziertes Schwein und Huhn ist halt billiger. Ja? Aber Nutria wurde teilweise für den Pelz und teilweise aber auch für das Fleisch hier gezüchtet. Ja? Was ist mit den Stimmen passiert? Ja, wir befinden uns jetzt in Staffel 2. Und die Staffel 2 wurde von einem anderen Studio synchronisiert. Leider. Leider. Alle Stimmen sind jetzt anders. Was ist der Kuchen des Tages? Biberratte mit Sahne. Ich finde es interessant, dass man Nutria in einen Kuchen reinpackt. Also ich hätte absolut nichts dagegen, mal so Nutria-Schaschlik oder sowas zu probieren. Aber Nutria-Kuchen... Naja. Hey da, Stinky. Falls das wirklich dein echter Name ist. Wer seid ihr zwei denn? Sam und Max, Freelance Police. Die Lieblingskunden des echten Stinky. So steht's zumindest auf unseren Kundenkarten. Die praktischerweise auch als Organspendeausweise fungieren. Oh ja, Sam und Max. Mein Opa hat mich vor euch gewarnt, als er mir das Restaurant überlassen hat. Wegen häufiger Gewaltandrohung und Zechenprellung. Er hat uns nicht vergessen. Ja, er hat uns nicht vergessen. Ist die Melodie gerade irgendwie zu leise? Ich weiß nicht. Ich komm mit den Einstellungen hier nicht klar. Entweder ist alles zu laut oder ist alles zu leise. Es springt immer hin und her irgendwie. Was ist hier los? So viele Leute. Ein Quiz. Macht Spaß. Die meisten Leute geben damit an, wie wenig sie wissen. Ich gebe damit an, wie viel ich weiß. Klingt nicht so sehr nach Spielanreiz. Zeig, was du weißt. Oh, es gibt doch einen großen Preis zu gewinnen. Darf ich kurz Klugscheißer-Modus anmachen? Die Frage, die ich angeklickt habe, lautete, was machen die ganzen Leute hier? Meine Antwort wäre, naja, besser als halbe Leute, oder? Sorry. Sorry. Ach ja, wir hatten einen Lehrer vor langer, langer Zeit, ne, als dieser Döskopf noch zur Schule gegangen ist. Hatten wir einen Lehrer, der hat sich immer darüber aufgeregt, dass die Leute das Wort ganz halt falsch benutzen. Wenn die sagen, die ganzen Leute. Ne? Wenn die sagen, was machen die ganzen Leute hier? Das heißt, was machen diese vielen Leute hier? Oder was machen all diese Leute hier? Das heißt niemals, was machen die ganzen Leute hier? Denn das würde ja bedeuten, dass auch irgendwo noch halbe Leute rumlaufen. Aber er hat sich immer darüber aufgeregt. Und das hat sich irgendwie auch bei mir so festgesetzt. Ja, oh, sorry. Ja. Was ist der erste Preis? Falls jemand gewinnt, kriegt er mein altes Erbstück. Kränklicher Mann auf einem Pferd. Bisher hat noch keiner was gewonnen. Meine ausgeklügelten Fragen sind für diese Affenköpfe einfach zu esoterisch. Affenköpfe? Wo? Das sagt man doch nur so. Okay, okay. Wie geht das Spiel? Ganz einfach. Nimm dir einen Quizblock, ich lese eine Frage vor und du schreibst die Antwort auf. Wenn ich die Antworten überprüft habe, werdet ihr sehen, wie viel klüger ich als die anderen bin. Du kannst dir ein Team aussuchen, wenn du willst. Oh, Sam! Nimm mich, nimm mich! Also solange wir die Antworten eintragen und nicht Max, dann kann Max ruhig ins Team. Ja. Oh, was bestellen? Können wir diesen Nutria-Kuchen essen? Wir würden gerne etwas bestellen. Alles ausverkauft. Was genau? Das, was ihr bestellen wollt. Können wir es trotzdem bestellen? Na gut. Verlorene Eier in Alufolie. Huhnfisch-Sandwich mit extra Pfeffer und Poprock. Das Tagesangebot. Verlorene Eier vielleicht, weißt du, weil der andere, der Käfer, der hatte ja auch irgendwas mit Schwefel. Und Eier? Schlechte Eier? Schwefelgeruch? Und zwar die pochierten Eier in Alufolie. Sal, bring mir den altnordischen Gott Thor in einem Terrarium und versohl ihm den Hintern. Was?
Was hat die gerade gesagt? Ich hätte gern den Doppelburger in Keksteig gebacken, aber ohne Muscheln. Einen halben Doppelgänger in engen Hosen als Sologesang. Könnte ich bitte das Wunder-Sondermenü mit Haschbraunen haben? Sir, zwei zitronige Sträßchen in mexikanischer Sackgasse mit einem Präriehund. Wir hätten gerne das Thunfisch-Sandwich mit extra Pfeffer und Pop-Rock auf Weißbrot. Sir, ich brauche ein Al Gore und Mariachi-Hosen auf einer Disco-Kugel. Wir hätten gerne das süß-saure Salzwasser-Toffee. Sir, Julia Roberts, jag ihr eine Kugel durch den Kopf und küss sie mit Andy Rooney. Mir ist, als würden meine kühnsten Träume ausgesprochen. Wir nehmen zwei Joghurts und ein Truthahn-Sandwich mit offenem Gesicht. Sir, zweimal reiner Segen mit einem Schlag Brady Culture. What the fuck? Wir hätten gerne das Tagesangebot. Sir, Condi Rice im Kickboxen mit dem Buddha, thailändisch. Was ist da drin? Was soll das heißen, was ist da drin? Wir hätten gerne das Tagesangebot. Sir, Condi Rice okay, im Kickboxen mit dem Buddha, thailändisch. Was ist da drin? Was soll das heißen, was ist da drin? So bekloppt. Wenn ich's mir genau überlege, ich bin auf Diät. Okay. Wie läuft das Geschäft? Warum sind sie schon ausverkauft? Wie läuft's mit dem Geschäft? Ja, wenn es auch kein Rendezvous mit George Clooney in einer italienischen Villa ist, freue ich mich doch sehr, das alte Familienrestaurant wieder zu eröffnen. Die Leute weiter in Richtung ischämische Herzerkrankung durch Übergewicht zu bringen, ist ja auch Lohn genug. Andererseits ist George eine Augenweide und Fußweide. Meine Hunde bellen lauter als du, Fido. Ich bin echt verwirrt. Was hat sie gerade gesagt? Wer ist George? George Clooney? Ach, die hat Fußschmerzen. Vielleicht können wir ihr dafür irgendwas besorgen. Vielleicht können wir es ihr besorgen. Nein, 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 nein. Böser Jesskopf, böse.